finde ja, du könntest mich einladen. Ich hab dich gerade eingeladen. Da, ja, ich sehe es. Hier. Wird auch mal Zeit. Okay, Charakter. Ich meine, ich würde ja Starscream spielen, aber Thundercracker ist fucking grün. Skywarp ist lila. So türkisgrün. Ja, so halt, du hast schon so eine kühle Farbe, ne? Ja, ich sehe ihn gerade hier. Dann nehme ich ihn halt. Muahahaha. Guten Abend, Jens. Wer auch immer das ist. Einer meiner Zuschauer. Ist es ein Pokémon? Ich glaube nicht, nein. Langweilig. Starscream und seine Untergebenen wollen sich als würdige Decepticons erweisen und fliegen nach Cybertron. Dort müssen sie die Energon-Brücke aktivieren, mit der Megatron weiteres dunkles Energon produzieren kann, um die Autobots ein für alle Mal zu unterwerfen. Okay, cool. Immer mit diesem Energon. Deine Befehle sind klar, Starscream. Infiltriere den Untergrund von Cybertron und reaktiviere die Energon-Brücke. Ich will ihre Energie online. Megatron! Thundercracker hat mehrere Autobots vorausgeortet. Jetfire muss Zetaplan gewarnt haben und bereits auf Abfangkurs sein. Hör auf zu jammern. Wenn sich euch Autobots in den Weg stellen, vernichtet sie. Meldet euch zurück, wenn ihr die Brücke gefunden habt. Megatron, Ende. Dieser Schwachkopf hält mich für entbehrlich. Mich! Ups. Schon bald wird er lernen, Starscream zu unterschätzen. Gibt's hier irgendwas? Du bist übrigens gerade, knallhart an einem Symbol vorbei. Ich weiß nicht, gibt's irgendwo eins, ich hab nur keine Ahnung wo. Ja, ich hab's gerade geholt. Okay. Ich hab das für uns alle geregelt. Nee, ja, ich kenne nur die ganzen Symbole im ersten Level. Ich hab keine Ahnung, wo die anderen sind. Ja, hier oben. Wo fliegst du hin? What the fuck? Da, wo wir hin sollen. Wo bist du? Fliegst falsch, glaube ich. Nein? Doch. Nein? Doch. Oh ja. Genius. Ich könnte ohne mich weiterfliegen. Wenn was Wichtiges ist, dann komme ich schon. Wie konnte man dann... Was ist das? Eine Autobot-Sonde. Wir sollten ihr aus dem Weg gehen, um nicht entdeckt zu werden. Als könnte mich so eine kümmerliche Sonde aufhalten. Zerstört sie und dann weiter! Man konnte irgendwie Barrel Rolls machen. Ach, wirklich? Ah. Irgendwie, ja. Ah, du bist schon hier. Wow. Für den Ruhm. Du bist nicht so weit vorgeflogen. Woo! Ich liebe die Fliegenmission. Flugmission, Kelly. Flug. Ja. Ah! Shut the fuck up. Das fühlt sich doch awesome an. Au, 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 au. Bist du wieder zu weit vorne? Ich mach das Ding tut weh. So tief im Inneren von Cybertron. Du bist so langweilig wie ich. Wuhu! Scheiße, mein Leben ist down. Ich würde gerade wirklich gern wissen, wie man Barrel Rolls machen konnte. Warum tut mir alles weh hier? Ich weiß es nicht. Unten gab es auch noch irgendwas, glaube ich. Ich glaube ganz unten. Oder? Nein, der ist nur tot. Da ist nur tot. Ich weiß nicht, irgendwie in so einem Raum gab es noch was. Ich weiß nicht, in welchem. Ich werde gleich zum Pokémon, wenn du frech bist zu mir. Hä?
Immer diese Pummelufs. Nein, ein Raupi. Raupi ist cool, ja. Oder ein Carpador. Ich soll vielleicht weiterfliegen. Ja, hier ist eine Tür, die du für mich aufmachen musst. Okay. Wo zum Geier bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin bei Skywarp. Ach, hier. Öffne die Tür, los. Zu wohl, eure Hässlichkeit. Ey, warum hab ich keinen Ey, wo ist mein Nahkampfangriff? Es ist eine Barriere, die Feinde aufspürt. Also ist das eine Falle. Hab ich eine andere Waffe auch noch? Ich habe jetzt zwei. Ah, ich habe den hier Ding. Am Boden sollten uns direkt zur Energiequelle führen. Wow, was kannst du überhaupt? Da musste man doch durch, also chill. Ich habe keine OP Megatron Raketen mehr. Ich fühle mich schwach und verletzlich. Ja, man kann ja Megatron noch öfter spielen. Die Energieleitungen am Boden sollten uns direkt zur Energiequelle führen. Ali sagt, haha, Kili ist hässlich. Der Energiekern muss irgendwo in diesem Raum sein. God fucking dammit. Good job. Danke, eure Scheußlichkeit. Eure Screamhaftigkeit. Ja, hier oben gab's was. Decepticon-Aktivität muss umgehend gemeldet werden. Alle Decepticons müssen bei Sichtkontakt angegriffen werden. Zeta Prime, Ende. Wie, hier oben gab's was? Ja, hier oben kann man eine Tür kaputt machen. Alarm, Alarm! Ach da! Au, 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 au! Feuer auf diesen Decepticon! Okay, ich mach das Ding da, der war kaputt. Dieser Sniper ist ziemlich OP. Wenn man treffen würde. Oh, das musst du mal kaputt machen. Okay. Gibt's hier noch was? Nö. Wo ist der Nahkampfangriff? Der ist doch auf V, nicht? Ich hab keine Ahnung, ich bin mit dem Controller. Ja, du musst es. Ach ja. An diesem Ding vorbeizukommen ist unmöglich. Sieh dich weiter um, du Narr. Die Antwort ist hier irgendwo versteckt. Woo! Nein, die ist cool. Ach ja. Du hast schon wieder alle. Du hast recht, cool. Ja. Hast du volles Leben? Ja. Okay, dann nehme ich das. Hallo. Ah! Eure Schlechtigkeit, da war ein Gegner. Jetzt kann die Zerstörung beginnen. Eure Starhaftigkeit. Eure Fragwürdigkeit. Eure Screamigkeit. Ich suche hier überall nach Secrets, aber ich finde keine. Ja, ich kämpfe hier derweil ein bisschen. What's up, guys? Beach. Oh Gott, sind da viele! Abort Mission! Nichts da. Bist du ein Mann oder eine Maus, Thundercracker? Ich weiß nicht, eure Rätselhaftigkeit. Au. Kannst gar nichts. Ja. Ah! Headshot. Das nehme ich, besten Dank. Ah. Was haben wir denn hier unten? Unsichtbare Mauer, sehr interessant. Oh.
Oh. Interessant. Well. Ich bin mit ihr gestorben. Bist du auch gestorben? Nee, aber wenn einer stirbt, sterben alle. Oh Gott, damn it! Ach so. Gut gemacht, eure Dummhaftigkeit. Ich wollte mich auch ein bisschen erkunden und so. Dafür bin ich da, ja. Aber ich bin hier der Chef. Ein schlechter Chef. Du bist nicht Megatron. Ja, ich bin auch nur der Vize-Chef, aber ich bin hier gerade. Du bist nicht mein Vize-Chef, das ist. Du weißt schon, Typi. Soundwave. Nee, das ist der Technikmaster. Der Kommunikationsmanager. Der Chef ist, ja. Wenn Megatron am Arsch ist, ist er der Boss. Ach, wirklich? Ja. Ja, momentan noch. Immer? Nein! Soundwave ist ein treuerster und loyalster Typ. Das ist der einzige, dem er traut. Ich will Soundwave sein. Als ich das Spiel allein durchgespielt habe, habe ich immer Soundwave genommen. Natürlich hast du das. Soundwave ist cool. Meins. Von mir aus. Meins. Ja, wo ist Skywarp? In your face. Ach, nicht schon wieder so einer. Ich kann fliegen, Bitch. Fuck! Okay. Hallo? Nein, hier drin gibt es nichts. Ging das nicht hier? Wunderlicherweise gibt es ja tatsächlich nichts. Meine Scans zeigen ein Energon-Lager unter uns an. Sehr gut. Dann ist da unten vielleicht eine Höhle. Wo? Da, wo Skywarp steht. Wo sind wir? Wir sind nicht da, wo wir sein sollten, Skywarp! Also Bewegung! Bin ich der, der freundlich klingt, oder bin ich der, der nicht freundlich klingt? Ich hab keine Ahnung. Chorus Energon ist hochflüchtig. Und ein Flug durch diese Gegend ist sehr gefährlich. Wir sollten vorsichtig sein. Bring deine Logikschaltung in Ordnung, Thundercracker. So schlimm kann okay. Es nicht sein. Danke, Andy. Ich glaube, wir wissen, dass niemand so awesome sein kann wie ich, sagte Max. Awesomer als Kelly. Shut the fuck up. Woo! Wir hätten Max fragen können, ob er das hier mitspielt. Das war sicher im Angebot. Ich weiß nicht, sehr wahrscheinlich, was? Au! Au! The fuck? Ich höre ein Eis. Dumme Idee! Nicht über diesem Dreckswasser transformieren. Ach ja, in irgendeinem Wasserfall gab's was, genau. Ich hab grad. Hey, wie hab ich das gemacht? Ich hab die Barrel Roll grad hingekriegt, aber ich weiß nicht wie. Es war irgendwas Obvious. Irgendwie, ich glaube mit Q, aber irgendwie geht das gerade nicht mehr. Geht das nur. Fuck, wer hab ich das gerade gemacht? Oh Gott, ich bin so schlecht. Und woohoo! Ich übernehme die Führung! Okay, ich hänge hier einfach in der Luft. Kein Problem. Fuck! Da versucht man cool zu sein. Hilf mir mal. Ich schieße ganz viel, ja? Das ist noch 4 Sekunden. Guten Abend, Clone Wars. What? Zuschauer. Oh, hi. Und bei Simon. Ha! Barrel Roll! Fuck, wer ist? Wie? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nur so. Sag mir, wie du es gemacht hast. Ich habe keine Ahnung. Bei mir ist die rechte obere Schultertaste. Ach ja, du. Aha, ich hab's vergessen.
Ne, hätte ich gewusst, also hättest du irgendwas anderes gemacht, hätte ich das sagen können oder so. Ah, du musst... Ach, jetzt kommt dieses Riesenschiff, oh yeah. Ja, der baut doch scheiße. Zerstört es! Oh ja, der Teil. Ich glaube, als ich das mit dem Typen gespielt habe, den ich nicht erwähnen will, haben wir schnell gemacht. Das sehe ich selbst, Thundercracker! Ruhe! Hab ich meine Raketen? Zerstört es! Zuerst auf die Mörser zielen! Dieses Ding ist genauso verrückt wie ich! Feuert einfach! Es kann zerstört werden, wie alles andere auch! Easy! Oh, mit Shift, jetzt habe ich es kapiert, weg. Ah, im Turbo-Modus geht das nicht. Eiko. Oh. Oh shit, ich bin im Schirm. Ich auch. Ich heftiger. Oh Gott, jetzt kommen die Fliegertypen. Nicht so gut, was? Ich habe, by the way, wenn du auf die Raketen wechselst, die können anlocken. Welche Raketen? Du kannst Waffe wechseln. Oh, ja. Jetzt müssen wir dann noch... Ah, da vorne. Ja, ich hab's gerade gesehen. Jupp, ich bin am Arsch. Ich kann dich in der Luft wiederbeleben? Möglicherweise. Tatsächlich. Sick. Das ist ziemlich OP. Diese Raketen sind ja awesome. Jetzt die Aerial Bots anvisieren. Ich zeig ihnen mal echte Flugkünste. Da kommt noch eine Welle. Ja, ich bin gleich nochmal tot. Nein, ich bin gleich tot. Nein, ich. Nein, ich. Ich. Oh, fuck! Welp. Ich wollte gerade abhauen. Skywarp, was kannst du überhaupt? Ach, du bist auch tot. Ja. Ja, das ist scheiße. Welp, das war's. GG. GG, WP. Selbstzerstörung. Ich glaube, hier gibt es doch nirgends irgendwie Health Packs oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vermutlich nicht, was? Ich meine, sonst wäre es easy. Clone Wars, ich hab's gesehen, ich mach's nachher. Da kann. Oh nein, das machen die ja gut. Okay, jo. Autobot-Schiff generiert einen Energieschild über dem Eingang. Ach so, man muss noch in die richtige. Ah, okay, ich habe die Barrel Roll gemeistert. Oh yeah. Hier gibt's gar nichts, okay. Dieses Ding ist genauso verrückt wie ich. Feuert einfach! Es kann zerstört werden, wie alle anderen auch. Ich Barrel Roll mich einfach durch die Seite und schieß Raketen. Vielleicht nicht in den Strahl fliegen. Ah! Hinten liegt was. Das ist ein Schild? Oh, hier unten lag ein Schild. Wenn wir noch mal sterben, sollte ich das vielleicht nehmen, weil ich einen Heal-Strahl habe. Ich hab's schon genommen. Ja, wenn wir noch mal sterben, hab ich also. Okay. Jetzt die Aerial Bots anvisieren. Ich zeig ihnen mal echte Flugkünste. Wuhu. Da kommt noch eine Welle. Weitere Verstärkungen. GG, easy Noobs. Richtig. Schutztüren sind offen. Schnell! Auf diese Raketensniper aufpassen. Genug von diesem Unsinn. Was für Raketensniper? Innen heraus.
Ah! Luft. Oh, hier drin hat's Leben. Gott, aber ich bin da nicht mal drin! Befehl ist da, Scream. Wow. Ich bin noch draußen. Ich krieg das schon hin, ich hab's alleine auch schon hingekriegt. Es geht um mich und Leben. Nicht um dich. Ich hab sogar auf beiden Seiten Leben, sick. Als Doppelleben. Du bist ein dummer Penner, weißt du das? Ja, du wolltest nicht rein, fick dich! Ich wollte rein, aber ich wollte erst den Typen hier killen. Irgendwas schießt hier noch. Dann töte es. Ach nein, du schießt drin. Oh, Skywarp ist hier mit mir drin, also ist alles okay. Nö. Ich weiß, welcher mein loyalster Untergebener ist. Ja, definitiv nicht, das ist von Anfang an klar gewesen. Oh, man kann da oben rein. Bitches! Wie viel von diesen Penner haben ein Schild? What the fuck? Hi, guys. Ich bin jetzt auch hier drin. Komm da rein? Nö. Die Gegner am Boden kann man nicht anvisieren. Mit den Raketen. Nur fliegende Gegner. Good job. Haben wir es schon geschafft? Nee, ich hab. Das war mein Kill. Okay, er wollte zuerst die Tür aufmachen, bevor er dich halt, obwohl ich direkt neben dir stand. Warnung, Warnung, Warnung. Ich hol mir nochmal Leben. Dieser Autobot sieht doch dümmer als Skywarp. Oh, shit. Vielleicht Starscream, aber hast du an einen Flucht... Oh, fuck, die Tür ist zu. Probieren wir das Overdeck, schnell! Sie haben es verdient! Das Overdeck. Oh, da ist irgendwas. Welches Loch? Ich bin gleich tot. Oben, what the fuck? Okay, da. Aber das hätte unten auch... Okay, das Schiff ist einfach in zwei Teile gespalten. Da war noch Leben. Mann. Ist das nicht eingesammelt? Nein, ich war voll und dann bin ich fast gestorben und dann ist das Schiff kaputt gegangen. Oh, fuck die Flugmission, die sind schwer. Max sagt gerade, Andy ist mein loyalster Untergebener. Mein Schild. Ja, ich hatte das vorhin, passt schon. Oh nee. Oh nein, diese unsichtbaren Typis. Also das war's mit War of Cybertron. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye. Bitch. Also ihr könnt schon mal vorgehen, ich warte hier. Ach nein, das... Bitte nicht. Oh fuck! Ich glaube, ich habe was gesehen. Was glaubst du, hast du gesehen? Ruhe! Das Leben. Autobot-Klocker, ich hab's kaputt gemacht. Stellt eure Optik scharf. Da, verstört ihn! Ich hasse diese Viecher so sehr. Was ist denn deine Secondary Attack-Dingens hier? Meine was Secondary... Ja, das unter deiner Lebensanzeige. Ach so, das kannst du irgendwie, glaube ich, mit V auslösen. Was ist deins? Was kannst du irgendwie machen? So eine EMP-Welle? Glaube ich. Bin mir nicht Weil ganz sicher. Ich weiß, dass zum Beispiel Soundwave, dazu eine Turret, die kann die Typen hier sehen. Goddammit, Soundwave! Warum haben wir keinen Soundwave? Du bist nicht Megatron. Es ist nicht dasselbe. Ich habe nicht die gleiche Badass-Stimme. Wie, Ist das, was ich glaube? Dass... Nein. Doch? Nein. Da ist der Eingang ins Innere. Noch ein Schildgenerator?
Den Autobots gehen wir auf die Nerven! Au! Au, au, au! Snipern ist cool. Ganz cool. Er lebt noch? Wow. Ich hab doch Ziele fast! Geht doch! Wie aus dem Lehrbuch. Könntest du nicht bei mir stehen? Wow, 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 Buddy, chill. Fuck. Ah, ich. Wo kam der denn hier? Little help, please. Na, fuck. Ich bin selbst fast am Sterben. Never mind. Du bist schnell gestorben gerade. Ja, ich weiß auch nicht. Die haben mich irgendwie Fokus feiert. Was ist das? Das klingt OP. Noch ein Schildgenerator. Der Autobot geht mir auf die Nerven. Schalte diese Schilder aus. Oh, ich hab einen Raketenwerfer. Oh, fuck. Den hatte ich vorne. Der ist ziemlich OP. Weißt du, ich wollte einfach cool sein und rausfliegen und da ein bisschen was machen, aber nein. Dann greifen einen nee, alle an. Das ist jetzt nicht dumm. Ey, gut. Komm schon, den hatte ich. Wow! Okay, das Ding hat nur kaum Munition. Das ist ein bisschen schlecht. Max sagt, dass du entscheiden darfst, ob Andy mein loyalster Untergebener ist oder nicht. Wer? Andy. Hat Max gesagt. Wer darf entscheiden? Du. Also ich bin sicher nicht. Nur, dass wir uns hier klar sind. Ey, wo kommen die alle her? Okay. Kann ich nicht, zack! Oh. Genau. Das Batteriegehäuse öffnet sich. Und bam. Ja, sorry, ich mach dabei die Arbeit, die wir machen müssen. Ja, ich töte derweil den Gegner. Au! Die Schildbatterien liegen frei. Wenn wir sie zerstören, können wir den Schild runterfahren. Schild ist unten. Go, go, go! Wer schießt mich hier? Oh, du Faggot. Ich geb dir derweil einen Rückendeckung. Oder so. Bei was? Der Schild ist unten. Oder? Ah, ja. Ups. Ich war's. Ihr könnt gar nichts. Good job, Simon. Dude, ich bin Thundercracker, bitch. Okay, ich wurde gerade teleportiert. Finde ich gut. In Deckung! Wartet! Das sind keine Autobot-Waffen. Interessant. Solche Lebensformen habe ich noch nie gesehen. Weltkümmer das! Wenn sie sich uns in den Weg stellen, vernichten wir sie! Gute Einstellung, Starscream. Au. Oh. Man darf ihn nicht ancrashen. Crashen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich wollte eigentlich gut ausweichen. Gemacht. Ich wollte doch nur ausweichen. Chill mal. Junge, ey. Wie ich gesagt habe, die Konsole. Jetzt wurde ich teleportiert. Findet einen Weg hinein. Oh. Ich dachte, da. Wir müssten die Verteidigungssysteme der Station ausgelöst haben. Feuer eröffnen! Wow, 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 wow. Das Ding greift mich auch an. Nein, das greift nur alle anderen an.
bist auf der falschen Seite. Hä? Nein, hier gibt's auch Gegner. Also kann man von beiden Seiten rein. Aber hier ist Skywarp. Skywarp ist eine Bitch. Noch ein Schild für mich. Aber eine loyale Bitch. Ich sagte von Anfang an, ich bin nicht loyal. Beim ersten Fehler von dir bin ich weg. Oh ja, der Raum. Oh ja. Oh ja, der Raum. Oh ja. Streublaster. Welcher Raum? Noch mehr Klucke? Dieser Raum hier. Was ist los, Skywarp? Fürchtest du dich? Zumindest bin ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele sind denn hier? Hier sind doch immer 8000 von denen. Eigentlich müsste man. Wäre es nicht schlau, in den Flugmodus zu wechseln und das MG zu nehmen? Rein theoretisch. Aber. So wie ich gerade. Ich habe einen Streublaster, also ich habe eine Schrotflinte praktisch. Aber ich habe unendlich Munition. Ja, aber ich kann mehr auf einmal treffen. Vor allem, wenn sie ihre Attacke aufladen. Das war dumm. Wirklich gezeigt, Starscream. Warum geht meine Rakete irgendwo ins Nirgendwo? Fuck. Some help, maybe? Some help, maybe? Halt die Klappe! Ah, du bist schon hier, okay. Aber Mann. Drin war nichts, oder? Nein. Ihr beiden kriegt das auch ohne mich hin, richtig? Total. Wie wär's eigentlich mit... Du hast doch den Heil-Dings, nicht? Den was? Diesen Heilstrahl? Den hab ich nimmer. Nimmer? Ups. Bei mir hat gerade irgendwas mit Verbindung gestanden. Bei mir nicht. Verbindung nicht mehr möglich oder sowas. Bei Bitches! RIP in peace. Whee! Shit! Ja, genau. Ich wollte auf das... Au. Ich schieße gerne aus dem Hinterhalt. Lebst du noch? Ja, ganz knapp. Au, 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 au. Unhöflich, unhöflich. Oh yeah. Aber hier habe ich hier, Leben wo ich gefunden. Bin, ist ja ein Schild noch für dich. Ja, ich habe gerade Leben aufgenommen, mir geht's gut. Hier ist ein Schild. Ja, jetzt chill mal. Hier ist ein Schild. Oh. Dash einfach nur durch hier. Oh shit. Wie viele Gegner töten? Das sind die Decepticons, keine Gefangenen. Das ist nicht unser Lebensmotto. Ich will nur überleben hier. Okay, das Schild gehört jetzt mir. Ja, dann nimm's halt. Was machst du da? Wir sollen hier nur durchfliegen. Ja, hier waren Gegner. Fuck die Gegner. Nein. Alles töten oder gar nichts. Das ist Megatron. Du bist Starscream. Du bist ein Bitch. Du bist ein Bitch. Was ist das? MP-Flinte. Dieses Ding werde ich sicher oft benutzen. Oh, hier ist das Dings. Das was? Die mag ich. Ich hab's auf jeden Fall irgendwie. Aufmachen, los, go.
Ach, die. Dein Hieb ist ziemlich stark. Oh ja. Aha. Ins Gesicht. Was macht er da? Lebt er noch? Nein. Sind bei euch die großen Waffen. Au, 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 au. Du gehst immer die andere Richtung als ich, was? Ach nein. Eigentlich will ich nur alle gleichzeitig töten. Und wie hast du das genau geplant? Indem du die einen tötest und nicht die anderen. Ja, das ist doch ein guter Plan. Ist hier jemand? Ey, warum geht das nicht? Fuck! Hier ist jemand, hier, wow. Ist jemand, hier ist jemand. Hier ist definitiv jemand. Oh fuck, du bist schon wieder am Sterben. Ja, ich wollte meinen EMP-Welle mal nützlich einsetzen, aber er wollte nicht. Scheiße. Das ist noch 4, 3, 2. Okay, das sind sehr lange Sekunden. Good job. Oh, und ich habe gerade das Leben aufgenommen. Jetzt warte, hier gibt's. Oh, Money. Ja, ich weiß, dass ich da nicht aufmachen soll. Okay. Wo bist du? Hinter dir. Da. Ach, war. Starscream. Kannst du mir sagen. Ja, wie wirft man Granaten? Mit G. Ah, das ist ja ein Controller. Whatever, bitches. Warum wird hier auf mich geschossen? Die haben auf mich geschossen, ja? Ich sterbe, ich sterbe, ja, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Kannst du haben. Hiermit kann ich meinen Zorn freien Lauf lassen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr fliegen, scheiße. Komm nur hier nichts, wird mich aufhalten. Feuert auf diese Schlösser! Ja, ja, ich will zuerst alle Gegner wegtraben. Fuck! Wirklich. Hilf mir nochmal. Oh, er behält die Waffe in der Hand. Sehr gut. Damit steige ich. Nein, die war hier oben. Leben. Wo bin ich hier? Gibt's irgendwas? Skywarp wartet auf dich. Oh. Am Weg, Skywarp. Hi, Skywarp. Hi, ihr dünn Skywarp. Hi. Hallo. Ich glaube, er will nicht. Hast du nicht was gespürt? Oh ja, der Part. In Ordnung. I remember. Diese Station scheint Energie direkt an die Energon-Brücke zu übertragen. Das sind die Energiesteuerkonsolen der Energon-Brücke. Wow, Starscream. Das war beeindruckend. Ruhe, Narr! Wir müssen diese Seitenkommenden in Ruhe, Narr! Energiezellen versorgen. Energiezellen, bitte. Sonst es geht nicht und die Autobots ja. Diese Energiezellen gesperrt. Schnell! Zerstört diese Schlösser! Gute Schlösser. Kannst gar nichts draus kriegen. Ich bin auch nicht Megatron. Autobots haben eine Falle in diesen Raum gelegt. Narren! Moment. Nennst du uns Narren oder die Autobots? Ich spüre nämlich nicht, dass du mich. Beinahe zu einfach. Schnell! Findet die anderen Energieterminals. Ich weiß, eins ist hier oben. I have no idea, dude. Wie kannst du dich Wie kannst du dich so gut hier dran erinnern? Energiebarrieren zu 100% offen. Keine Ahnung. Ausgezeichnet. Und jetzt platziert diese Energiezellen. Oh, waren nur drei.
Okay. Also da leuchten am Boden die komischen Röhren hier und die führen zu den Dingern, die man kaputt machen muss. Deswegen. Ja. Oh, sick. Es ist schlecht für die Moral. Solltest du besser nicht rumstehen. Hast du, by the way, Civilization gekauft? Vielleicht. Du, das sollst du mit uns spielen. Ich hab das noch nie gespielt. Nils auch nicht. Darf und er ist besser als wir alle. Aber ich hab nur das erste gekauft. Nicht Brave New World? Keine Ahnung, geht das überhaupt ohne das normale? Hast du Brave New World? Nein. Ich hab es geschafft. Lame. Lame. Strom an. Weiter, Decepticons. Oh. Müssen wir fliegen, wirklich? Scheiße. Müssen wir wirklich fliegen? Wow. Ich mag fliegen nicht. Energiesignatur in der Nähe. Sie ist drehend. Oh. Oh shit. Oh mein Gott. Oh. Die Vorrichtung muss in dieser Maschine sein. Platziert einen dunklen Energon-Sprengsatz auf dem Energiekabel, um sie zu aktivieren. Die gute Nachricht ist, wir sind am Ende. Die schlechte Nachricht, gleich kommt dein Gegner. Die schlechte Nachricht, wir sind am Ende. Wir sind noch lange nicht am Ende. Ja, viel besser. Oh boy. Geh in den Flugmodus. Ja, ja, ich kann mich vage dran erinnern. Cybertron versucht sich von der Kontaminierung zu befreien. Welche Kontaminierung? Er meint uns, du Idiot! Seid still und zerstört dieses Ärgernis! Wir Barrel rollen einfach durch und dann geht das schon. Was genau müssen wir schießen? Ich habe keine Ahnung. Ich schieße einfach. Einfach das, was rot ist. Vielleicht jetzt müssen doch. Wir... Ja, offen? Ja, ja, ich... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Los, los, los! Hi! Ah! Ich bin... falsch. Das ist nicht gut, so. Easy. GG easy. So halbwegs. Ah, jetzt geht's auf. Maschine ist angreifbar. Konzentriert euer Feuer auf den Kern. Bringt das überhaupt irgendwas, hier drauf zu schießen? Nicht euren dämmerlichen Schießen. Konzentriert euer Feuer auf den Kern. Au. Ich weiß nicht, ich mach denen keinen Damage. Und ich bin am Sterben. Ich schon. Ah, ich glaube auf jeden Fall. Oh nein, jetzt kommt wieder der Kackpart. Ups. Wie bist du gestorben? Ich weiß nicht, ich bin nach unten geflogen. Ich kann hier sterben! Ich weiß nicht, what the fuck? Platziert einen dunklen Energon-Sprengsatz auf dem Energiekabel, um sie zu aktivieren. Wie du es gesagt hast. Die schlechte Nachricht, wir sind am Ende. Ah, die gute? Die schlechte? Was geht da vor sich? Genau das hatte ich befürchtet. Die schlechte, der Gegner ist doof. Nein, wir sind am Ende. Welche Kontaminierung? Er meint uns! Wenn wir am Ende wären, dann müssen wir jetzt nicht gegen den kämpfen. Wir sind garantiert am Ende. Ja, aber es ist noch nicht vorbei. Ich hab den Masterplan, ich bleib einfach ganz nah an dem Ding dran. Gut, gut, guter Plan, guter Plan. Okay. Ja klar, beginnt das so. War ja klar. Dass ich mittendrin bin. Wii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 i
Das ist doch easy. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du bist gestorben. Nein, du. Du! Warum sollte ich sterben? Die Maschine ist angreifbar. Weil du nicht Megatron bist. Ich glaube, du irrst dich. Nein, nein, du bist garantiert nicht Megatron. Woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen? Ah, runter. So, was davon macht den Strahl? Okay, die gehen. Au, au, au. Ah, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche. Okay, easy. Ich zweifle langsam an deinen Erfolgschancen, Starscream. Enttäuscht mich nicht. Bist du gerade gestorben? Naja, nee. Oder? Ich glaube, Skywarp ist gerade gestorben. Ich habe ein Autobot auf den Boden fallen. Nee, er ist gerade neben mir vorbeigeflogen. Ihm geht's gut. So, jetzt das Ganze nochmal und wir haben's. Und jetzt in eklig. Wie jetzt in eklig? Was tut es jetzt? Ich kümmere das. Seid einfach bereit. Oh ja, da unten ist es Lava. Ich schieße einfach drauf. Wie Raketen im Anflug. Oh shit. Einfach durch Barrel rollen, dann geht das schon. Ich fliege einfach. Ja, irgendwas müssen wir kaputt machen. Wirklich? Nein, oh. Oh Mist, ich weiß nicht. Oh, die bewegen sich ja gar nicht. Die bewegen sich. Oh, jetzt. Die bewegen sich heftig. What? Ach, yeah. Mitul 42 wurde zerstört. Ich hab gedacht, okay, es war nicht meine Schuld. Oh, Simon, please. Wir bleiben aber in der Form, glaube ich. Ja. Ja. Was tut es jetzt? Das ist irgendwie extrem scary. Jetzt einfach nur diese komischen Geräusche macht und alles kaputt geht. Oh fuck. What? Little help maybe? Das endet so schlecht jetzt. Ja. GG. Ey, einmal von so einem Feuerball getroffen und GG. Okay, ich glaube, ich hab den Plan. Ich mach so wie du, ich fliege einfach rum und lass mich nicht treffen. Ich meine, wie schwer kann das schon sein? Warum kann man nicht hier hoch? Fuck. Ich will wieder Metroid spielen. Welches? Keine Ahnung, der Boss erinnert mich nur an Metroid, keine Ahnung warum. Du. Ah doch, man kann während des Modus das Barrel rollen. Oh wow, fuck. Ja klar, das soll man ja machen. Und da flog er direkt rein. Wow. Jetzt kommen die komischen Dinger. Das ist nicht gut, ich bin sowas von tot gleich. Fuck. Diese Feuerbälle machen viel zu viel Schaden, Simon. Starscream, was hat dich so lange aufgehalten? Der Tod. Ich zweifle lol. Ja, ich hab's grad. Ja, ich bin auch nicht gestorben hier. Diese Laser, das sind Instant Death. Ja, das hatte ich auch grad. Das ist doch gay as fuck. Deswegen mag ich die Mission hier nicht. Die sind weird.
Ausweichmanöver. Ich bin dafür, wir lassen Skywarp die ganze Arbeit machen und wir chillen einfach. Der macht nichts. Ja, eben. Der macht gar nichts. Er kann das schon. Wir vertrauen ihm. Er kann keine Arbeit machen, der macht nichts. Er ist limited. Ah, ich sag ihr mein loyalster Untergebener. Fuck, 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 fuck! Ey, Moment, warum hab ich nur ein Lebensding? Fuck. Fuck, fuck. 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 Wirklich. Oh, und jetzt bist du gleich tot. Jo. Wie hab ich das beim. Wie haben wir das nochmal hingekriegt? Ich krieg's grad hin, du kriegst es grad nicht hin. So, schau, wo bist du? Ich hab nur. Komm, warte, warte, warte. Du musst bei diesen runden Dingern stehen. Was tut es jetzt? Ja. Da, bei denen. Die anderen hier, die machen die Laser. Und das ist mir schon klar, aber. Ich kann hier nicht einfach rumstehen, dann werde ich von diesen Feuerbällchen doch getroffen, nicht? Ja, jetzt musst du einfach nur rumfliegen und den halbwegs dorthin. Ja, das ist mir schon klar. Und wenn die Laser kommen, dann... Ja, ich sterbe ja nicht... Wow! Ja, weißt du, ich starte hier mit nur einem einzigen Lebensding, nicht vier. Da unten sind komische Bälter überall. Ach, wirklich? Alle von denen haben Leben. Ah, rein da! Nein! Das hättest du mir vorher sagen können. Ich dachte, das weißt du. Offensichtlich nicht. Offensichtlich! Shut the fuck up! Oh, falsche Seite. Nur eine kleine Verzögerung. Ich zweifle langsam an deinen Erfolgschancen. Scheiße. Dreht sich ja, wie gay ist das? Andere Seite? Die machen das jetzt nochmal. Easy. Oh fuck. Okay. Jetzt haben wir aber gewonnen, oder? Oh fuck. Wie, Kelly? Wie ist das gerade passiert, Kelly? Kelly, wir hatten. Kelly. Xoneris. Was zum Fick passiert? Wie konntest du hier sterben? Das war der falsche Knopf. Wie? Du hast dich... Oh nein! Du bist in den Lava gefallen, du Idiot! Eigentlich wollte ich den Turbo Boost, weil ich zu weit unten war, damit ich weiter hoch kann. Wir hatten's, Kelly! Wir ja, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Chill mal. Ich kümmere das. Seid einfach bereit. So, easy. Diesmal kriegen wir es hin. Easy, locker, flockig. Ich krieg's immer hin. Ja, okay, diesmal krieg ich's hin. Locker flockig, easy peasy. Ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. Dammit, Starscream, was kannst du überhaupt? Fliegen. Nein, offensichtlich nicht. Whoopsie. Whoopsie. So, jetzt kommt der Laser. Ups. Ah! Oh, pro Dodge. Ey! Oh shit. So viele Raketen. Ah, welche Richtung da? Was hat dich so lange aufgehalten? Nur eine kleine Verzögerung. Bitte nicht stoßen, danke. Andere Richtung! Ja, ich hab's. Enttäusch mich nicht! Ich muss hier nicht. Vor allem, ich glaube, das ist nicht die letzte Phase. Ich glaube schon. Oh. So, wechseln. Maschine ist angreifbar. Ja doch. Okay, ja. Easy peasy, GG, ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. War doch einfach. Wartet! Da passiert etwas! Ja! Sie zerfällt von der Macht von Starscream! Und hoch! Wir sind doch nicht am Ende. Das ist das Ende. Ja, das hast du vorhin auch gesagt. Und dann kam das hier. Das war der Endboss. Jetzt müssen wir nur rausfliegen. Ja, das sagt hier.
Ach, war das bei der anderen Flugmission? Da im Weltall irgendwie? Die Energon-Brücke aktiviert sich. Ich glaube schon, oder? Unglaublich. Die Was? Energon-Brücke ist wieder aktiv. Naja, die zweite Flugmission halt. Was war damit? Ja, da musst du... Was ist die Frage hier? Da war doch irgend so ein Endgegner im Weltall irgendwas, ne? Mhm. Sicher meine. Endlich hast du die kleine Aufgabe erledigt, um die ich dich gebeten habe. Vielleicht bist du nicht so nutzlos, wie ich dachte. Melde dich zurück in der Basis. Sofort. Also Megatron, ernsthaft, der hat einfach nur Scheiße gebaut. Du solltest mich einfach nur befördern. Ich mag ja Soundwave. Oh yeah. Dunkle Energon-Produktion bei optimaler Effizienz. Jetzt kann ich das dunkle Energon in den Planetenkern einspeisen. Es wird sich auf Cybertron ausbreiten und meine Macht mit ihm. Der Zugang zum Planetenkern wird hinter dem Omega-Tool-Schlag abgeschirmt. Wir werden sofort einen Großangriff auf Iacon starten. Ich werde den Omega-Schlüssel erlangen und Zeta Prime und seine erbärmlichen Autobots von diesem Planeten tilgen. Sick. Jesus. Du kannst nächstes Mal Megatron spielen. Ich kann Soundwave spielen. GG. Aber Breakdown ist ziemlich fucking cool. Aber du magst doch Megatron. Nur wegen der Waffe. Und weil er praktisch ich ist, ich meine. Ja, das meine ich. Ich bin. Nimm einfach Soundwave, bevor du reinkommst und gut ist. Ach, wirklich. Ich glaube nicht. Wir könnten auch... Nee, ich hab jetzt nur Zeit für das eine. Das hatte er letztes Mal auch schon gesagt. Was? Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Letztes Mal wollte ich nur nicht. Letztes Mal wollte ich nur nicht. Ich hab eigentlich mag ich dich nicht. Ich hab keinen Bock mit dir zu spielen. Essentiell, ja. Das war... Also eigentlich mag ich dich ja gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich mit dir spiele. Ich glaube, mir war einfach langweilig. Als Weltherrscher muss man auch manchmal den armen Leuten helfen. Für sie da sein. Nicht helfen, aber ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen. Ihm das Gefühl geben, sie wären irgendwie... Den kleinen Verstand anfangen zu verstehen. Sowas halt. True story. Okay, bye. RIP. Und da war er schon weg.